Christian Schmeier, Paartherapeut Beziehungscoach, Diplompsychologe. Ja, heute reden wir über das Thema, warum das vielleicht nicht immer was Gutes ist, wenn die erste Nacht mit jemandem ganz toll ist, ganz, ganz toll. Und auch natürlich darüber die Frage, gibt es in der spirituellen Szene vielleicht mehr Möglichkeiten für toxische Beziehungen? Stichwort Seelenpartnerschaft und solche Sachen. Das werden wir heute mal bearbeiten. Kannst du mir auch solche, habt ihr auch reichlich gemacht, ist alles voll hier bei mir, Fragen schicken über formularaufliebische.de. Macht die folgenden Kurse. Nächsten Monat geht so eine Weihnachts-, es ist jetzt nicht super weihnachtlich, aber geht angeweihnachtete Selbstbehauptungs-Challenge los. Aber jetzt gehen wir mal rein. Von einem Zuschauer. Hallo Christian. Und zwar Überschrift ist die toxische spirituelle Frau. Das ist schon geil. Hallo lieber Christian. Nein, ich bin kein Russe. Ich bin der Karakalov aus Berlin. Habe mich für einen guten Monat von einer zweijährigen, wie ich denke, sehr toxischen Beziehung zu einer Exil, genau, was auch immer, sagen wir mal, Barcelonerin befreit, zumindest äußerlich. Mit der Hilfe deiner Kurse 0, 1, 3 und 8, Liebeskummer, Probleme des Liebeschips, Selbstliebe-Challenge und Selbstliebe-Challenge Advanced und zahllose Videos und Podcasts sowie einem unglaublich starken Männerfreundeskreis auch. Dann auch Blockade, Nullkontakt und harter, toxischer Liebeskummer. Naja, wo das Elend herkommt, gibt es anscheinend auch die passende Heilung dazu. Zu mir, ich bin Mitte 40, gut aussehend, beruflich erfolgreich, Arzt in einer schönen Klinik arbeiten, sportlich, körperlich gesund und auch toller Freundeskreis. Und seit einem Tiefpunkt vor 10 Jahren, nach zwei narzisstisch, egozentrisch, Borderline-Beziehungen, also die Männer haben ja alle die gleiche Freundin hier bei mir, auch bei SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous. Ja, vielleicht sage ich da noch einen Tag zu. Also das, ich kann das sehr empfehlen. Ich bin auch mal, ich war mal in so einer virtuellen Gruppe. Da waren so irgendwelche Leute aus Hollywood drin oder so angeblich. Tolles Konzept, finde ich, wenn man die richtige Gruppe erwischt. Ne? Wenn man jetzt selber so Liebessucht hat und sitzt dann da mit Sexsüchtigen, ist vielleicht nicht immer das Passende, man muss halt eine richtige Gruppe finden und dann ist das, wenn ihr da mehr zu wissen wollt über dieses Konzept, auch so Liebessucht zu anzugehen, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann mache ich da mal was zu. Damals auch super viel ausprobiert über klassische VT, Heldenreisen, Körpertherapie, Breathwork, Bonding und so weiter. Über diesen Weg mehr und mehr Verwurzelung in der spirituellen Szene in Berlin. Unter anderem leider auch ein Tummelplatz von Bindungsängstlern und Menschen, die mit einer Nabelschnur in der Hand zum Andocken rumlaufen. Sehr geil. Ja, also ich mag Spiritualität seit der Corona-Zeit. Hat für mich diese Szene so ein bisschen ihre Unschuld verloren, als wo die allen erzählen wollten, dass sie jetzt in 2 Monaten sterben, weil sie sich haben impfen lassen und jetzt bald 3 Tage Dunkelheit kommen und weiß nicht, was da noch alles in der spirituellen Szene und jetzt musst du aber noch das Paket vorher kaufen und jetzt kommen die Außerirdischen und seitdem stehe ich sehr auf Kriegsfuß mit dieser Szene und ja, aber gut, meine viele Menschen, die, sag ich mal so, Issues haben, suchen nach Heilung, ist ja auch alles gut, wenn man, da ist ein guter Platz zu suchen und dann tummeln sich natürlich aber auch viele Menschen, die, weiß ich nicht, vielleicht frustriert von anderen Lebensbereichen, ich weiß es nicht, also schon manchmal, ja, schwierig alles, aber ihr könnt gerne mal, was ihr dazu denkt, mal in die Kommentare schreiben. Meine Ex und ich haben uns auf so einer Spiri-Tanz-Veranstaltung. Was macht man da? Gegenseitig Horoskope vorlesen beim Tanzen? Ich weiß es nicht. Sinnliche Begegnung. Verschmelzung, Tiefe, Herz, verbindende Klänge, ohne ein Wort sprechen zu dürfen. Damit könntest du mich ja jagen, ne? Aber gut. Es war ein unfassbar schönes Verschmelzen. Das sind leider, also jetzt tauchen, also das sind so keine echten Red Flags, das sind so energetische Red Flags, die hier auftauchen. Ich kann mir auf jeden Fall auch schon jetzt genau dein Beuteschema vorstellen, exakt.
Ein unfassbarer sinnlicher Tanz. Wir landeten am selben Abend noch zum Schachspielen bei ihr. Nein, natürlich nicht. Ne? Sie sagte, sie macht es überhaupt nicht. Nee. Sie machte es jetzt nicht, dass sie jemanden mitnimmt nach Hause. Ja, bestimmt. Das hat sie bestimmt zum ersten Mal gemacht im Leben. Ja. Sie date seit 8 Jahren eigentlich niemanden und hätte nur gelegentliche Kontakte. Mhm. Okay. So, es gab verschmelzenden, unfassbar grenzenlosen Bunga-Bunga die ganze Nacht. So, ich lese das jetzt deswegen so ein bisschen mit Distanz vor, sage ich mal, weil auch wenn diese Frau ganz lieb und nett ist, diese Art von Sexualität ist leider ein Red Flag. Also ich will euch den Spaß nicht nehmen, so, ne? Aber wirklich nicht. Aber so wie ich das ist so ein Dopaminbad. Also und ihr dürft immer nicht vergessen, Dopamin ist nicht das der Neurotransmitter des Habens, sondern des Habenwollens. So, ne? Das heißt, ihr hängt da jetzt, bisschen verknallt, Alkohol, Sex, ich weiß nicht, ich fantasie jetzt, steht jetzt nichts von Alkohol, ja, aber und dann alles ganz toll und dann denkt ihr so, das will ich haben, das ist so schön, das will ich jetzt, das ist bestimmt die Frau fürs Leben, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ne? So, die will ich jetzt haben. Und ja, und das ist ja auch bei SLAA ganz großes Thema. Die sagen ja oft nicht Liebessucht, die sagen Fantasiesucht. Ne? Man geht in so einen Fantasieraum rein, wo du denkst, das ist es jetzt. Das will ich jetzt bis an Lebensende haben. Aber das ist eine Fantasie, das ist nicht die Realität. Und da arbeitet natürlich auch sie dran mit. Ne? Das ist garantiert das gleiche Beuteschema wieder. Musst du aufpassen, wirklich. Vor allem, wenn du weißt, dass du da Probleme mit hast. Das heißt natürlich nicht, dass man bei SLAA ist und es läuft nichts mehr falsch. Nee, egal. Es ist einfach ein anderer Weg, an sich zu arbeiten. Und da wird man auch nicht kritisiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ja die dann nicht so begeistert von sind, von dem hier, könnte ich mir vorstellen. Oder angetriggert sind. Ja, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, sie konnte alle meine Bewegungen und Wünsche direkt spüren und war so stark erregt. Ja, steht hier. Nicht jugendfreie E-Mail, ja. Also wenn du sagst, du hast so eine Neigung zu, ich sag's jetzt mal so flapsig, ist auch wirklich nichts, ist überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber zu so Borderline-Beziehungen, da musst du natürlich wissen, dass da diese Frauen sich so fünffach so verlieben, so, ne? Und die so genau, ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt so ist, aber ich will es nur sagen, weil du es vorher geschrieben hast, die sind halt, das natürlich läuft ja immer genauso ab, ne? Also das bei Frauen auch, wenn sie so jemanden daten, der so ein bisschen aus diesem Spektrum ist, dass er scheinbar von Augen abliest, was sie sich wünschen. Und das ist natürlich in dieser Undock-Phase, in dieser, so jetzt fixen wir dich mal an hier, ne? Beim ersten Konsum, sag ich mal, ist das natürlich wunderschön, bis es, leider ist es, vielleicht kommt jetzt gleich, läuft jetzt hier seit 20 Jahren, alles ist super, weiß ich nicht, aber ist leider aller Regel nicht nachhaltig. Wir können ja mal gucken, ob wieder die berühmten 102-Tage-Grenzen hier reinkommen, schauen wir mal. Aber das sind halt diese Beziehungen, die fangen, die bauen sich nicht auf, sondern die fangen mit dem Nachtisch an und werden immer beschissener dann, ne? Und enden dann typischerweise in Krümelbeziehung, können wir mal schauen, ob das ja auch wieder der Fall ist, ne? Gucken wir mal. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich dir nicht tollen Bettsport gönne, wirklich überhaupt nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus will. So, wir trafen uns immer öfter und sie äußerte schnell den Wunsch, mit mir eine monogame Beziehung eingehen zu wollen. Wahrscheinlich wieder genau das, was du dir wünschst, ne? Hatte ich lange nicht ein Programm? Nee. Sorry, das habe ich jetzt was übersprungen. Für mich kam das nichts in Frage. Okay, nee, hast du doch nicht gewünscht. Okay, ich war zu Beginn noch komplett minuspolig unterwegs, hatte lange nicht im Programm gearbeitet. Ja, ich vermute, er meinte mit SLAA und hatte mal wieder mehrere Affären gleichzeitig. Ich glaube nicht, weiß nicht, ob das jetzt heutzutage anders ist, ich glaube nicht, dass das da so promotet wird in der Gruppe, was du da machst, willst ja nur mal sagen, jetzt ohne Wertung. Soweit ich weiß, also wirklich die Urväter der SLAA bevorzugen sehr stark
langsam aufbauende monogame Beziehung. Und nicht, weil das alles so Moralapostel sind, weil sondern einfach, um Leute aus diesem Scheiß rauszuholen, so, ne? Oder eben mal eine Zeit lang Single sein. Aber mehrere Affären gleichzeitig. You're asking for trouble. Ich wollte mich nicht festlegen und noch etwas spielen. Irgendwie passten wir auch gar nicht zueinander. Ja, das sagen immer alle Leute, die in so womöglich irgendwann toxische Beziehungen reinkommen, es eigentlich gar nicht gepasst hätte. Aber dann war da diese unglaubliche Anziehung. Ne? Die hängt natürlich häufig, hängt auch mit dir und dieser Person ganz konkret zusammen, aber häufig auch mit, dass man eben vielleicht Kindheit nicht so toll war, Mutti hat keinen Lolli gegeben nach dem Essen, wisst schon, wie ich es meine, also irgendwie vielleicht sogar irgendwas sehr schief gelaufen ist in der Kindheit, sehr dramatische Familie oder irgendwie sowas, dass man das dann auf dem Liebeschip hat, wie ich das immer nenne, ne? Und deswegen sucht man, also man ist dieser Wiederholungszwang. Kann es sein, ich kenne jetzt seine Kindheit nicht, ne? Also, sie waren dieser ja, Leuchtungsverbindung und machte alles, was ihre spirituelle Lehrerin sagte. Und ich war einfach ein spirituell offener Schulmediziner. Das ist auch total in Ordnung. Ihr könnt, ich wie gesagt, ich finde eine echte Spiritualität, was auch immer das ist, super. Schöne, ich bin ein ganz großer Fan der Schulmedizin. Also natürlich kann man das so ein bisschen, kann man da so offen sein. Ich denke, man sollte heutzutage, niemand sollte hundertprozentig das machen, was irgendjemand anders sagt. Und wenn es der Dalai Lama ist oder der Papst, also wirklich, ne, seid euer eigener Guru. Einmal hatte sie mich gefragt, was ist denn das? Ich meinte, das ist ein Stethoskop. Sie kannte es nicht. Einige dieser seltsamen Situationen folgten noch. Ich habe es aber nicht so ernst genommen. Ich weiß nicht, was ein Stethoskop ist, also sag mal, ja. Sie liebte etwa 3 Monate an Dynamik und zog sich dann nach und nach zurück. Es kam dann zum ersten Off. Ah, hier schon das erste Off. Aber gut, du bist ja auch im Minus, ne? Muss man fairerweise sagen, ne? Aber es kam schon mal zum Ruf von ihrer Seite. Darauf setzte meine Verlustangst ein. Ich suchte nach einigen Wochen wieder die Nähe zu ihr. Sie ließ sich wieder darauf ein. Mein Commitment war jedoch nicht hundertprozentig da. Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass du jetzt nicht ordentlich mitgemischt hast hier bei dem Ganzen, ne? Ich hatte die Dating-Apps 4 Stück. Leute, was macht ihr denn da bei SLRA? Ich meine, also ich glaube nicht, dass das so heutzutage das Programm ist für SLA. 4 Dating-Apps, come on, ey. Eigentlich nie ganz aus, wollte mich absichern, da, wenn das hier nicht funktioniert und mich natürlich auch begehrt und toll fühlen. Das ist keine Art, das anzugehen. Dann mach lieber die fucking Liebeschip-Kurse. Hast du ja auch schon, man macht sie dann auch. Wirklich guck mal drauf, dass du nicht so dopaminorientiert ist, das angehst. Wirklich. Ich glaube, du musst mal wieder auf Entzug gehen hier und Dating-Pause machen, ne? Aber das ist keine Art, da so ranzugehen irgendwie, ne? So, dann schwankte mal mehr oder weniger, dann folgten sehr viele Episoden von On and Offs. Ist vorprogrammiert, sowas ist einfach nicht nachhaltig. Ne? Ich könnte jetzt auch sagen, ihr seid nicht kompatibel, auch wenn sie das gar nicht so anfühlt. Aber ihr seid halt beide, geht auf eine. Also du auch, ne? Also geht wahrscheinlich von ihr, schreibst du jetzt gar nicht so viel, auf eine sehr, sagen wir mal so liebessüchtige Weise, oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine. Also nichts, was mit sicherer Beziehung zu tun hat, so geht ihr da so ran, ne? So auch mit so einer, vielleicht so einer Neediness, und dann knallt es eben gleich wieder auseinander, ne? Immer wenn ich verfügbar war und mich mehr zu ihr bekennen wollte, machte sie einen großen Schritt raus. Ah ja, okay. Ich weiß am Ende gar nicht mehr, wer wann wie oft Schluss gemacht hat. Also dieses häufige Schlussmachen, ganz klares Zeichen von nicht kompatibel und nicht lebensfähige Beziehungen. Ne? Meistens sie jedoch aus dem Kontakt gegangen. Jedenfalls war ich mittlerweile bereit für eine wirkliche Verbindung, beziehungsweise ich war on the hook. Ja, genau. Und sobald
du sie dann hättest, wird sie wieder langweilig werden. Also er musste daran arbeiten, so, ne? Nachdem wir gemeinsam auf einem großen, vielleicht auch mal passive Bindungsangst gucken, nachdem wir gemeinsam auf einem großen Schlagerfestival waren und sehr viel Spaß hatten, zog sie sich bei der Abreise, die zugegebenermaßen nervig war, massiv zurück, als wir den Zug verpassten, da der Bahnhof so voll war. Ja. Zu einem Überfluss ließ ich auch noch das Essen fallen. Sie sah mich an, als hätte ich einen Genozid begangen. Sie sprach dann einfach stundenlang aus dem Nichts mehr mit mir. Ja, was soll man dazu sagen? Also was bei euch funktioniert, ist halt mal schön baden im Dopamin, aber es ist nichts, was in der Realität funktioniert. Und ich weiß es gerade bei dieser Moment gar nicht, wen ich da jetzt angucken soll von euch beiden. Weil auch du, dieses ganze Berlin-mäßige, sag ich mal, ne, so, ich date jemand mit 4 Dating-Apps im Background und ich lasse mich nicht drauf ein, auf so eine 1-zu-1-Begegnung und das ist halt genau, was ich immer hier kritisiere. Also, aber ich meine, macht, was ihr wollt. Ihr seid auch du bist hier dein eigener Guru, wenn das für dich stimmig ist, mach es. Aber ja. Am Abend machte sie per WhatsApp Schluss mit mir. Wir würden nicht zueinander passen. Ja, das würde ich auch sagen, so, ne? Sie wollte einfach auch keinen Alkohol trinken auf dem Festival. Da haben wir ja schon den Alkohol. Ich hätte sie dazu gebracht, sie möchte einfach gereinigt werden und Erleuchtung. Also will sie bestimmt. Es ist einfach nur, was ich sagen will, dass in dieser Szene laufen natürlich auch viel Menschen rum, die wirklich ehrlich, glaube ich, was suchen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber auch vielleicht nicht so geerdet sind und auch so jetzt ihren Rucksack haben. Ich will es mal so sagen, ne? So, was kommt denn jetzt noch alles hier? Ach, du liebe Zeit, es geht auch noch lang weiter. Ey. Oh. Dann schauen wir mal, ob ich das zu Ende vorgelesen kriege. Ich bestand darauf, dass wir uns nochmal trafen und ein offizielles Abschiedsritual machen. Ey, come on. Come on, ey. Was ist das für ein Abschiedsritual? Macht einfach Schluss wie erwachsene Menschen und fertig, ey. Sie ließ sich darauf ein. Für mich war die Sache wirklich rund. Ich war zwar wütend, aber auch klar und konnte liebevoll auf Wiedersehen sagen. Ja, okay, wenn es für euch stimmig ist. Nach ein paar Tagen meldete sie sich wieder bei mir. Sie hatte sich mit ihrer spirituellen Lehre in Verbindung gesetzt. Oh mein Gott, ey. Und es ist jetzt völlig klar, dass die Verbindung das absolut Richtige für sie ist. Sie möchte die Beziehung auf jeden Fall. Wie kann sich da jetzt wieder so ein Spiri-Lehrer einsetzen, sich diesen toxischen Scheiß anhören und dann sagen, das ist die richtige Beziehung? Das ist nämlich genau, was immer wieder passiert, gerade in diesen spirituellen Kontexten. Ganz viele Leute, null Ahnung von toxischen Beziehungen. Ich will das auch gar nicht vorwürfen. Es ist einfach, wie es ist. Und dann gehen die dahin, erzählen hier so, ja, wir hatten hier drogenartigen Sex, bla 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 bla. Wir wissen alle, was das bedeutet. Und da wird dann gesagt, ja, das ist dein Seelenpartner. Ja, schönen Dank auch. Wenn überhaupt, dann Arschengel, ne, wie Beetz das nennt. Aber wenn euch das mehr, meine Meinung dazu interessiert, guckt doch mal in Vom Opfer zum Gestalter. In dem Buch habe ich da, glaube ich, viel zugeschrieben. Ja. Und auch Neue Dimension der Liebe. Ich hatte ein komisches Bauchgefühl, fühlte mich aber auch sehr zu ihr hingezogen. Sie war vom Gesicht und Haarfarbe gar nicht hundertprozentig mein Typ. Das spielt keine Rolle, wenn ihr so gleich die gleiche Wundenanziehung habt. Weiß ich nicht, ich kann die 5 Arme haben und ich weiß nicht was. Das spielt keine Rolle, ne? Aber irgendwas, zieht euch eben an. Also das ist manchmal auch vielleicht schwer zu verstehen, dass man nicht kompatibel sein kann. Trotzdem diese irrsinnige Anziehung. Aber ja, also in meinem Kopf macht das alles total Sinn auf jeden Fall. Jedoch sehr schöne weibliche Gesichtszüge und eine super kurvige, trainierte Figur aufgrund der Sportarten, die sie betrieb, die mich einfach süchtig machte. Ach, du bist doch nicht so an der Quelle damit, Esla. Ne? Das ist aber nicht die Schönheit dieser Frau, sondern dass du sie so schön findest, weil ihr wahrscheinlich diese Wundenanziehung habt, ne? Ich denke, mit einer bindungssicheren, ähnlich aussehenden Frau würdest du ganz andere Erfahrungen machen, ne?
Dafür betrieb sie exzessiven Sport, wertete ihren Körper jedoch teilweise völlig ab und dann in irgendeiner anderen Situation wieder total auf. Ja, ich meine, sie hat halt auch so ihre Issues, ne? Wenn ich ein Kompliment machte, sagte sie nur, ich weiß. Ja, das sagen viele schöne Frauen. Ich bekam jedoch nie Komplimente von ihr. Ist doch der Mann, brauchst du keine Komplimente, ey. Obwohl ich ein wirklich gut aussehender und gut gemauter Mann bin, was auch weiß. Also, ja, sei mal nicht so, ich will nicht sagen bedürftig, aber so Fishing for Compliments beim Dating, ne? Also, wenn du es weißt, dann weißt du es, ne? Nähe und Zärtlichkeiten gab es nicht viel, liebloser Kuss. Ja, jetzt, das ist halt ihre oder eurer beide Bindungsangst. Das spielt sich dann aus, trotz dieses tollen, dieser körperlichen Verbindung in On-Off. Das ist genau, wie sich das ausspielt, ne? Müsste man schon in der Schule lernen, wirklich. Das, genau so sieht das aus. Passt einfach nicht, ne? Eure Bindungsstile knallen jetzt auseinander, ne? Und das eine führt zum anderen, also das eine hat den gleichen Grund wie das andere, also dieser schöne Start hat das, den gleichen Grund, dass es jetzt knallt, ne? Es tat sehr weh, von ihr nicht zurückzubekommen, was ich ihr reichlich gab. Da schien sie immer weiter wegzudrücken, es folgte bald eine Phase, in der sie mich kritisierte, mein Beruf sei überhaupt nicht vereinbar mit Selbstliebe. Na, jetzt haben wir den ganzen Scheiß hier mit Kritik und ja, und ihr könnt diese Nähe oder einer von euch kann diese Nähe irgendwie nicht aushalten, so, ne? Und es wird, ja. Eigentlich suchte sie einen Mann, der so eine Art spirituelle Inspirationsquelle sei. Ja, das ist, hört sich sehr zielführend an. Denn Ernährung und Gesundheit seien hier so wichtig. Also hört sich schon so an wie jemand, der so ein paar Themen hat, ne? Der auch mit zu ihrer Guru-Frau mitkommt und ihren Weg gehen will. Aber gut, sie kann sich das ja wünschen, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr macht mich fertig mit diesen Mails, ey. Sie sagte, das sehe sie bei mir nicht. Ich sagte, das ist ja auch nicht mein Weg. Ich wünsche mir ja auch dies und das, aber ich akzeptiere, wenn sie das so will. Na, sie jetzt macht sie halt wieder Distanz, ne? So, Drama-Episoden, Streits, emotionaler Rückzug, ja, ne, jetzt kommen wir ins Krümelige, wie ich ja schon sagte am Anfang. Oft konnte sie gar nicht sagen, was mit dir los ist, sie stand einfach im Raum rum und starrte ins Nichts und sprach nicht mit mir. Ja, ich habe sowas schon sehr oft gehört, muss ich sagen, dass sich Männer exakt so über, sagen wir mal, ein bisschen instabile, volatile Partnerinnen beschwert haben. Vielleicht dissoziiert sie da, vielleicht hat sie wer weiß, wie ihre Biografie ist. Aber das ist nicht, du bist nicht ihr Therapeut oder was weiß ich. Fakt ist, dass eure Beziehung jetzt nicht so auf so einem sicheren Grund steht. Ich will es mal so sagen. Ne? Auf Partys war sie oft müde und schlief ein, obwohl es echt lustig war und Spaß machte. Ja, ist ja ein selten von wenigsten gekanntes Symptom von Bindungsangst, ist Müdigkeit auf dem Date übrigens. Wenn sie alleine auf Party ging, dann war es immer die super spaßigste Sache der Welt. Ja, weil du nicht dabei bist, ne? Aber das ist, hat nichts persönlich mit dir zu tun. Das wäre so typisch ihre Bindungsangst, ne? Ich hatte viel Beziehungsarbeit gemacht, hatte bereits eine 6-jährige, sehr liebevolle Beziehung vorher gehabt. Ja, dann kannst du es doch, dann würde ich das jetzt hier deuten. Aber das ist nicht schlimm, das passiert, das ist auch schon passiert im Leben, dass man eigentlich schon was Besseres hingekriegt hat und dann fällt man doch wieder in dieses liebessüchtige Gestaltung von Beziehung zurück. Ist dann halt so, da muss man halt Mund abwischen und wieder weitermachen, ne? Aber ich glaube auch nicht, das kann man auch nicht hinkriegen, diese Beziehung, das funktioniert einfach nicht, da kannst du so viel Tools haben, wie du willst, ne? Kannte viele Tools von Zwiegesprächen bis zu ein paar dynamischen Möglichkeiten. Wenn wir das jetzt mal als vielleicht so ein bisschen toxische Beziehung werten, also nur weil jetzt nicht, weil ihr so böse seid, sondern oder sie so böse ist, sondern weil ihr beide, glaube ich, so ein bisschen liebessüchtig reagiert hier, dann kann ich nur sagen, da kannst du Schulz von Thun oder wie heißt der vom Zwiegespräch, das kannst du vor und zurück durchbeten. Man kriegt diese Sachen nicht hin, ne? Es hat nichts funktioniert. Immer nur kurz für einen Tag. Ja, das ist ganz typisch.
So, dann irgendwann ein Beziehungsabbruch. Ich machte keine Anstalten mehr und lebte meine Affärensucht weiter aus. Es gab ja immer heiße Anwärterin auf den nächsten Posten des Plus oder wenn es schlecht lief, Minus. Ja, aber deine Affärensucht, wie du sie selber nennst, ist genau der Punkt, dass du vielleicht auch nicht, also zumindest jetzt nicht an dem Punkt bist, eine sichere Partnerin anzuziehen, so, ne? Weil du lebst das ja genauso, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Nach 3 Monaten trafen wir uns zufällig auf einer Spiri-Nacht. Wir hatten uns schon beide auch immer gerne zwischen den Partnerschaften ausgelebt. Letztlich ist sie jetzt ja eine von deinen vielen Affären. Sie sagt, sie möchte keinen Kontakt zu mir. Und das hatte mir so eine tiefe Angst, Wut und Verlangen freigesetzt, dass ich so unbedingt wieder mit ihr zusammenkommen wollte. Junge, pass auf dich auf, dass du keinen Quatsch machst. Wirklich, ey. Also, das ist alles richtig Alarmstufe Rot. Also wirklich, würde mal sagen, geh mal wieder in die Gruppe, ne, red mal wieder, falls du da einen Sponsor hast oder was. Aber jetzt verlierst du ja den Boden, das ist nicht, gar nicht gut, ne. So, ich zitterte im ganzen Körper, ich habe sie nahezu bekniet, wieder zurückzukommen, habe gesagt, wie viel Liebe ich empfinde, aus heutiger Sicht bin ich an diesem Punkt wahrscheinlich richtig heftig in die harte Liebessucht gerutscht. Absolut. Sie hat sich dafür entschieden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ihr Herz aber endgültig verschlossen hat. Es wird nicht diese Dinger funktionieren nie. Sorry, dass ich das immer wieder sagen muss. Das funktioniert nie. Nie. Das ist mein Job immer ganz einfach, weil es einfach nie funktioniert. Das ist, auf der anderen Seite wollte sie unbedingt eine monogame Beziehung mit mir. Hat sie das auch häufiger gesagt. In dieser Zeit erfuhr ich auch mehr von ihrer Vergangenheit. Sie hatte in ihrem Leben bloß 2 Beziehungen gehabt. Die waren immer voller Drama. Ja, das glaube ich. Und langer Pausen. Nur eine. In allen Beziehungen sei aber schnell die Lust weggegangen. Ja, passive Bindungsangst könnte das sein. Früher hätte sie viel gefeiert, Vater früh gestorben, alle Drogen genommen, die es gab. Was soll man dazu sagen? Aber dann jetzt einen kompletten Sinneswandel hingelegt. Ja gut, manche finden ja auch zu so einem spirituellen Über, dass sie sozusagen den Drogen-Lifestyle ablegen, aber das ist auch Drogen-Lifestyle, so eine Art Affäre zu führen hier, ne? So, jetzt will sie nur nicht Erleuchtung gelangen. Ja, also, könnte ich ihr auch. Das sei ihr oberstes Ziel. Ihr Vater war schon so in der Szene und hatte so eine Art Meditationszentrum. Ich weiß gar nicht, warum ich immer im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen von Meditationszentren höre. Das triggert mich schon richtig. Sie lebten dort mit den anderen Patienten ihres Vaters zusammen. Patienten oder meinst du jetzt Patienten? Ich komme nicht mehr klar. Okay. So, da war dann auch ihre Mutter, aber sie waren dann gar nicht zusammen. Gut, ich will jetzt auch nicht zu viele Details hier vorlesen. Tibet, Mediationsretreat, ja. Okay, jetzt kommt nur noch so, instabile. Ein bisschen was aus ihrem instabilen Leben, sag ich mal. Bei Rückkehr von einer Reise sollte die monogame Phase starten. Sie erlaubte mir ein offenes Setting. Ja, da ist dir aber auch nicht klar. Ich meine, da hast du wieder irgendwie vielleicht Bindungsangst oder so. Also. Diese Zeit nutzte ich total aus, um Affären, Sexparty, Kinky-Zeug und Vater auszuleben. Leute, ihr macht mich fertig. Sozusagen auf Vorrat. Die war da nicht da, oder was? Okay. Ich habe jetzt irgendwas müssen überlesen, ist einfach zu lang hier. Also nochmal zurück. Nun kam die nächste Runde in diesem Theaterstück. Sie stellte die Bedingungen monogame Beziehung und plante mit ihrer besten Freundin eine große Reise.
Bei der Rückkehr sollte die monogame Phase, also sie hat dir sozusagen noch, also bis dahin kannst du noch saufen so ungefähr und dann sollst du aber sober sein. Ja, so funktioniert das nicht, ne? Als ich wieder da war, brach ich sämtliche Kontakte ab und wollte es ernsthaft versuchen. Es startete nun die stärkste Plus-Minus-Dynamik der Beziehung. Ja, da hat sie sich wieder distanziert, dann wahrscheinlich du wieder. Na, ich glaube, ich kürze das jetzt mal ab hier. Also man merkt ja auf jeden Fall, dass du und wahrscheinlich ihr beide in diesem Fall jetzt immer mehr stärker in die Liebessucht rutschte. An Tagen mit viel Stress und Belastung möchte ich wieder zurück in die toxisch warme, gewohnte Umgebung. Das ist äquivalent, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig vergleichen kann, äquivalent mit, dann will ich mal ein Feierabendbier haben, ne? Habe aber das Gefühl, ich kann nicht mehr zurück, es würde sich so falsch anfühlen. Ich würde wieder zurückgekrochen kommen wie ein Hund. Kann jetzt nur weiter an Selbstliebe und Wachstum gehen. Absolut. Ein harter, aber wirklich ehrlicher, befreiender Weg. Oh, frage ich noch, war diese Beziehung wirklich toxisch? Ja, weil nach meiner Definition, ja. Also nicht, weil du da jetzt so einen Manipulator gedatet hast, sondern weil ihr beide liebessüchtig wart, ne? Hätte ich was besser machen können, habe ich zu früh Schluss gemacht, wahrscheinlich eher viel zu spät, habe ich hier wirklich was bedeutet. Die üblichen Fragen eines Liebessüchtigen wahrscheinlich. Exakt, ich beginne nun wieder zu fühlen und mein Leben zu genießen. Ja, da seht ihr auch die Drogenähnlichkeiten wieder, sobald man aufhört, geht's wieder bergauf, ne? Und all die Dinge zu tun, für die in jeder Beziehung keine Kraft war. Das ausgelaugte Gefühl geht langsam weg, aber es ist jeden Tag ein großer Kampf. Am Ende wahrscheinlich einfach nur eine verdammt toxische Beziehung. Zieht richtig den Schlüssel raus, macht die folgenden Kurse. Ich bereite jetzt mal euer Einschlafvideo vor mit Liebeschiff in Dauerschleife. Macht die folgenden Kurse. Und du auch, würde mal Richtung Bindungsangst gucken, geh wieder in die Gruppe und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.